Ja, wenn man das Aufstiegswochenende bei Hansa in zwei Bildern erzählen möchte, dann würde das ungefähr so aussehen. Hier die Katerstimmung. Vereinsmitglieder von Hansa räumen das Leichtathletikstadion wieder auf, nachdem Hansa-Fans zuvor in ihrer Feuerwut dort randaliert hatten. Und auf der anderen Seite die überschwängliche Freude, die auch heute, drei Tage nach dem Spiel, noch immer anhält. Die Mannschaft hat wahrscheinlich trotz Corona ein feierintensives Wochenende hinter sich, aber heute zur Gratulationskur in Schwerin waren wohl alle wieder nüchtern. Ein Trikot für die Ministerpräsidentin, als Dank dafür, vor Zuschauern aufsteigen zu dürfen. Die Hansa-Spieler am Mittag bei Manuela Schwesig. Dass man jetzt aufsteigt, auch mit 32, ist eigentlich wunderschön. Und ich wollte das immer irgendwann mal erreichen. Und zum Glück habe ich das jetzt mit einem sehr schönen Verein erreicht. Und das freut mich. Ein Tag, unvergesslich für die, die mitgespielt haben und für die, die auf den Rängen dabei waren. 7500 Fans freuten sich mit der Mannschaft. Nebenan im Leichtathletikstadion jene, die keine Karte bekommen haben. Schon vor dem Spiel Feuerwerkskörper. Was dann passierte, wird am Tag danach so richtig sichtbar. Brandflecken in der Laufbahn, Glassplitter, Müll. Hunderte Freiwillige haben Mühe, aufzuräumen, was 4000 Feiernde hinterlassen haben. Deswegen erstmal ein symbolischer Check, weil die Summe noch nicht so ganz feststeht. Mit 30.000 plus, die auf jeden Fall schon drin sind, weil wir natürlich auch Verantwortung übernehmen wollen für das, was denn hier ist. Der Hansa-Chef heute. Der Club entschuldigt sich bei allen Breitensportlern. Auch mit Hilfen, um die Schäden zu reparieren. 30.000 Euro sind bei einer Spendenaktion schon zusammengekommen. Dass es eine Parallelveranstaltung gibt, das war mir relativ klar. Deswegen habe ich immer gesagt, ich bin Realist, kein Idealist. Die 4.000 Leute wären sicherlich im Stadion besser zu kontrollieren gewesen als hier draußen, wo vor allem der Alkohol total enthemmt. Ich will das nicht schönreden, ich will dafür keine Erklärung suchen oder sonstiges. Aber nach 9 Jahren dritte Liga kommt dann manchmal auch das raus, was hier rausgekommen ist. Ist trotzdem nicht entschuldbar. Sportlich bleibt es ein Tag für die Geschichtsbücher. Der ruhige und so akribische Trainer Jens Hertel bringt Hansa zurück auf die große Bühne. Er ist der Macher des Erfolgs und er ist der vierte Aufstiegstrainer seit der Wende. Ja, da kann man nur noch mal gratulieren, der Mannschaft und dem Trainer Jens Hertel. Guten Abend nach Rostock. Hallo nach Schwerin. Das war also ein Wochenende, wo Lust und Frust ja doch eng beieinander lagen. Wie schauen Sie zurück auf diese drei bewegten und bewegenden Tage? Ja, natürlich für mich erstmal. Natürlich fühlt sich das nach viel und großer Lust an, weil wir was ganz Großes geschafft haben. Aber natürlich haben wir das mitbekommen, dass dann abseits des Platzes und der friedlichen und freudigen Stimmung natürlich auch ein paar Sachen passiert sind, die nicht in Ordnung sind. Und für die hat sich der Verein heute auch entschuldigt und auch mit einer gewissen Art und Weise versucht, mit einer Spendenaktion und mit dem Geld, was da zusammengekommen ist, das wieder zu korrigieren. Aber ganz klar, diese Dinge sind jetzt nicht zu tolerieren und die tun uns natürlich leid. Aber unterm Strich für uns als Mannschaft oder für mich als Trainer überwiegt natürlich die Freude über das, was wir geschafft haben, nach so langer Zeit eben mit Hansa auch wieder in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Genau, dann gucken wir mal auf das Sportliche. Sie sind schon mal aufgestiegen in die zweite Liga mit Magdeburg, aber haben gesagt, dieser Erfolg mit Rostock, der wiegt noch schwerer. Warum? Ja, weil das ganz andere Voraussetzungen sind. Also in Magdeburg bin ich ja schon von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen. Ich war dann schon länger da. Wir haben ein Stück weit auch diesen Verein in dieser neuen Ära dann auch geprägt. Und hier ist man so eben neu dazugekommen mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, als wie sie damals in Magdeburg war. Die wollten zurück in Profifußball. Da war nicht die Rede von der zweiten Liga, sondern von der dritten Liga. Und hier in Rostock war von Anfang an klar, es muss und es soll wieder nach oben gehen. Die Erwartungshaltung in einem Verein, der über 10 Jahre Bundesliga gespielt hat, der ja auch lange in der zweiten Liga war. Und ja, da ist es ganz klar, dass es darum nur ging, eben da aufzusteigen. Und deswegen war die Aufgabe eben auch schwieriger, weil der Druck deutlich größer war als in Magdeburg. Und der Druck wird ja nicht kleiner. Das ist eine zweite Liga, wie sie wahrscheinlich noch nie so stark war mit Werder Bremen, mit dem HSV. Und jetzt kommen Sie dazu. Wie wollen Sie da bestehen mit dem Kader? Ja, also an dem Kader müssen wir natürlich was tun, das ist ganz klar. Mit der Mannschaft, wie wir jetzt in der dritten Liga gespielt haben, können wir nicht die zweite Liga angehen. Aber wir haben genügend Jungs, die eben auch noch Vertrag haben, die das jetzt eben auch miterlebt haben und die wir auch brauchen, auch in der neuen Saison. Und jetzt gilt es halt natürlich, ein paar Jungs dazu zu holen, die uns sicherlich auch verstärken, auch in der Spitze und in der Breite.
um dann jetzt auch wirklich als absoluter Underdog in der Liga dann zu bestehen und die Großen eben auch richtig zu ärgern. Das ist ein großer Reiz, ein großer Ansporn auch für uns, jetzt als absoluter Außenseiter, der das kleinste Budget hat, dann trotzdem zu zeigen, hey, wir können auch ein bisschen kicken und gegen uns ist nicht so einfach zu gewinnen. Auf welche Begegnungen freuen Sie sich besonders? Da möchte ich jetzt gar keine herausheben. Das sind so viele Mannschaften, die da jetzt drin sind, die gefühlt da nicht hingehören, sondern in der erste Bundesliga. Und da mache ich jetzt keine Wertung, sondern ist ja auch noch nicht alles klar. Von der Seite, wir freuen uns, dass wir dabei sind und nehmen jeden Gegner natürlich total ernst, respektieren ihn. Aber ich hoffe, wir haben keine Angst vor nirgendjemand in dieser Liga. Das ist schön zu hören. Vielen Dank und viel Erfolg, Jens Hertel. Jetzt gibt es bald Urlaub und ja, Mitte Juni geht es dann wieder los mit der Vorbereitung für die neue Saison in der zweiten Liga. Tschüss nach Rostock. Tschüss.